Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mother 3. Beim letzten Mal haben wir angefangen, das Schloss zu erkunden und haben uns unter anderem einen neuen Freund angelacht, nämlich eine Seilschlange. Wie cool ist das? Blaze greift mit blendender Geschwindigkeit an. Er hat gerade einen Faden nach mir geschossen, ne? Meine Herren. Wir sind fast stark genug, um sie grundsätzlich mit einem Schlag zu vernichten, diese Spinnen. Jetzt sah es so ein bisschen aus, als hätte ich eine Spinne als Haustier. Ja, komm mal. Ein Schadenspunkt, wirklich. Ein Schadenspunkt, der fehlt. Naja. Was haben wir hier drin? Eine Maus? Ist so nett. Ah, all die Kamine in diesem Schloss sind verbunden durch einen Geheimgang. Lass es ein Geheimnis von den Geistern trotzdem sein. Ich meine, das sind Wortwitze, die da stehen, die kann man nur nicht übersetzen. Diese Großvateruhr funktioniert nicht länger. Aber das pendelt doch... What? Also ich bin mir nicht sicher, ob das gerade ein schickes Bandana gewesen sein soll oder ein Hütchen-Bandana. Aber der... Kunstgeist greift an. Oh, und der kann sogar PK Freeze einsetzen. Das erste Mal, dass wir tatsächlich Bekanntschaft machen mit Gegnern, die uns mit Psy-Kräften angreifen können. Oh mein Gott. Stirb! Holy crap! Da ist ein Loch da drin. Willst du runterfallen? Ja. Halten wir fest, ich mag diese Gemälde nicht. Und werde ihn aus dem Weg gehen. Zumindest fürs Erste. Oder ich müsste anfangen, mit anderen Techniken zu arbeiten. Aber gut. Stürmen wir wieder... Stürmen wir wieder hoch, wollte ich sagen. Stattdessen bleibe ich in einem Geist hängen. Nicht so wirklich das, was ich machen wollte, aber gut. Na nein. Ah. Ich hab's aber auch gerade mit dem Mistbauen hier. Ich wenigstens ein Erklär dafür. Nein. Bevor ich jetzt meine frische Minze verbasel. Das ist alles, was Lace in diesem Part macht, ist einen Kampf machen und dann sich hier unten wieder ausruhen. Ja, ja, so wird das. Dang it, ey. Ich sage, das Spiel wird... Ich meine, ich finde es immer noch gut. Es wird nur... besser. Warum kann ich nicht einfach vernünftig rennen und bleib hängen wie so ein Idiot? Ah, echt jetzt? Oh mein Gott. Ja, das wär's doch noch gewesen. Ich meine, das erhöht die Chancen auf mein dämliches Eclair, aber... Wenn ich das andere Eclair wegkriege, aber trotzdem. Das ist so viel Schaden für einen Kampf. Das ist viel zu viel Schaden für einen einzigen Kampf. Wunderbar. Wenigstens das Eclair. Wenn ich das Eclair holen, kann ich nochmal nach unten gehen, dann ist gut. Oh, ich kann nicht mal unendlich viel kaufen. Das ist... schlecht. Oder, ich meine, gut zugegeben. Bisher kaufen wir in diesem Spiel nichts. Bisher ist Geld nur ein Mythos im Prinzip. Auch wenn wir mit Butch geredet haben und er ja sowas wie Geld hatte. Bisher ist Geld eher so was... Man hat davon jetzt gehört, aber es gibt es nicht in Tess Mally. Und dem verfallenen Schloss hier. So, jetzt aber... Einfach dran vorbei, kennen wir alle schon, haben wir schon gemacht. Wieso kommt diese Spinne von da unten immer noch mit? Wunderbar, 62 ist ein direkter Kill. 56 ist kein Kill. What? Echt jetzt, Spiel? Echt jetzt? Fällt einfach mal so eine Spinne von oben. Ah, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Naja, sozusagen paralysiert. Ich bin eingewebt.
Ah, oh, meine Güte. Ach, komm mal. Level 13, yay. Geisterrüstung ist aufgetaucht. Oh mein Gott. Er hat, glaube ich, keine Ohren. Funktioniert das da? Eine Rauchbombe? Funktioniert nicht, natürlich nicht. Paralysierend? Sie versucht cool auszusehen, das ist schon mal in Ordnung. Kann ich sie an die Wand tackern? Ach, come on! Funktioniert ja gar nichts. Ach, come on! What the frick? Wow! Wow! Warum hab ich mich jetzt auch noch umgedreht? Ah. Ah, dieser Part, ich hasse ihn jetzt schon. Echt großartig. Die Rüstung bringt mich um, die Geister bringt mich um, alles bringt mich um. Ich weiß, warum ich diesen Teil des Spiels gehasst habe damals. Sache, es ist anstrengend, wenn man ganz, ganz alleine in so einem Kampf ist. Weil man keinen Kampf direkt beenden kann. Das wiederum bedeutet dann, dadurch, dass ich keinen Kampf direkt beenden kann, kriege ich immer Schaden. Und ich habe halt nur so und so viel zum Heilen immer. Aha. Aha. What? Oh Moment, ihr seid coole Geister. Du! Du bist keine normale Person, nicht wahr? Nein. Ja, echt, du bist so eine normale Person. Nein, du bist nicht normal. Du scheinst eine Diebesperson zu sein. Entschuldigung. Hör dir den Song von diesem Pianotypen an. Er ist großartig. Er ist bewegend. Er ist tränenerregend. Das ist ein Hinweis. Ist denn ein Grund? Ist nur das, sind nur die Tasten dieses großen Pianos so groß oder so hell? Moment, das heißt, ich habe nicht mit ihm geredet. Selbst wenn du die... Was sind das? Die kleinen Muttermale auf meinem Rücken und inneren Bein vergisst, dann werde ich dich niemals vergessen. Das ist in meinem einzelnen Raum. Ist deine Perücke am Wehen, Baby. Glaube mir, wenn ich sage, dass ich mich... Dass ich nichts an die Wand dieses Raumes anbringe. So wie Muttermale. Oder... Perücken oder Wandstapel Staples, also die Tacker-Dinger, keine Tacker-Dinger. What the frick? Dann lass mich vorbei. Wein. Das ist das Wasser des Lebens. In diesem Schloss bin ich der Geist, der das am besten weiß. Wir Geister genießen es, das Essen durch unsere, naja, Geister zur Mittagszeit durchfallen zu lassen oder durchlaufen zu lassen, okay. Willst du auch etwas essen, ja? Hier, bitte sehr. Ein verrottetes Eclair, ja. Gut, was habe ich jetzt auch anderes erwartet? Geschenkboxen mit blauen Schleifen haben große Dinge in ihnen. Karten! Es wäre nützlich, dir das zu merken. Jetzt haben wir die Trosor-Sketch. Moment, das Ding bewegt sich doch. Offensichtlich. Ein Erdbeerschleim. Wow. Ha. Der Erdbeerschleim versprüht Verdauungsflüssigkeit. What? Hilfe. Einfach nur Hilfe. Warum hält er so viel aus? Was ist das für ein Schleim? Der steht auf dem Tisch.
Ich kann das so viel aushalten. Oh mein Gott. Ah. Eine Sprintbombe, toll. Oh. Eine gewalttätige Kakerlake. Ja, super. Oh mein Gott. Hilfe. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das will mich einfach alles umbringen. Ich mag das nicht. Ah. Oh, Moment, stimmt, wir hatten das schicke Bandana und ich hab's wieder vergessen, weil wir angegriffen wurden. Okay, es ist tatsächlich nur ein schickes Bandana. Es sieht gut aus. Bitter, sauer, was zum Teufel. Okay. Die Gewürze. Selbst wenn du die kleinen Löcher auf meinem Vakuum-Dinner-Kuchen vergisst, what? Wie Kohle oder Schweine oder große Maple-Bäume, keine großen. Ich habe die Lyrics noch immer nicht zu 100% drauf, aber es ist so ein netter Song, ich verstehe. Wie Kohle und Schweine. Yay. Das sind 4 Ebenen, ne? Wir arbeiten dran. Squeaky Squeak. Viele von den Geistern hier sind ziemlich freundlich, ja? Das ist nichts, was man normalerweise erwarten würde. Ja, das ist wohl wahr. Es gibt nichts, was du hier tun kannst, aber es gibt auch nichts, was getan werden kann. Okay, cool. Das heißt... Das wäre ich auf einer Party. Hilfe, ich will nicht sein. Warum? Diese Geister hier feiern jeden einzelnen Tag. Ich passe da einfach nicht rein, das ist nicht mein Ding. Oh Gott, so ein Dreck, das wäre tatsächlich ich. Oh mein Gott. Ich passe da einfach nicht rein. Das ist der Geist, der mich attackieren will, da habe ich keine Lust drauf. Nee. Bleibt mir weg. So, jetzt muss ich aber überlegen tatsächlich, was erwartete das Spiel jetzt nochmal von mir? Also, dass ich halt baden gehe, weil wir gehen immer baden. Wir wollen ja geheilt sein. Hätte ich allerdings das Nussbrot auch nicht essen müssen. Oh Mann. Ja, ich bin gerade tatsächlich sogar wirklich überfragt, wo ich nochmal hin sollte hier. Nein. So, zumindest nicht unbedingt. Hallo Geist. Hab vergessen, dass da ein Geist drin war. Naja, ist egal. Wenn ich hier nämlich nicht richtig bin, muss ich ja sowieso nochmal lang. Nein, ist das nicht ganz so wild. Keine Probleme hier, keine Probleme hier. Nee, dann war das nicht. Na gut, kann ich auch. Einfach so wieder runter. Und hier rum. Ich frag mich allerdings, wenn hier überall Geister sind, wäre es nicht sinnvoller gewesen, in der Nacht hier einzubrechen? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre jemand in diesem Schloss, ne? Das muss man ja auch mal so gesagt haben. Aber naja. Na, sehr gut. Rotten Eclair. Oh. Nice! Ich habe gedacht, das würde nämlich nicht wiederkommen, aber es kam wieder. Der Geisterbazar. Ja. Ah. Viel zu viele Gegner gleichzeitig. Erledigt. Also irgendwo muss ich an der Wand nochmal hochklettern. Nur die Frage ist, wo ist der Ort? Das sind halt die Lyrics. Den Teil habe ich verstanden, aber wo ist der Ort, wo ich hochklettern muss? Das ist die Frage der Fragen.
Ziemlich sicher, dass es nirgendwo hier ist. Habe ich jetzt drei... Nein. Ich will das nicht. Untersteh dich, Geist noch Hilfe zu mir. Aber ihr merkt das, ne? Das sind jetzt zwei Kämpfe. Gut, viel zu viele Gegner gleichzeitig, aber zwei Kämpfe. Und wir sind fast tot. Ich meine, wir leveln auch viel. Aber trotzdem sind wir fast tot. Das ist etwas, was mir nicht gefällt. Wir werfen eine frische Minze. Kriegen dafür nochmal einen Rotten Eclair. Ich meine, das ging aber auch nicht da unten weiter. Naja. Kriegen dafür nochmal einen Rotten Eclair. Das kann ich gleich nochmal für den Beef Jerky eintauschen, nachdem ich mich wieder geheilt habe. Weil es ist ja nicht so, als würde ich total gut hier vorankommen, ne? Oh Mann. Ich müsste auch in der Kampferinnerung mal nachgucken, eben ob die Rüstung drin ist. Also was macht mich ja kirre, ne, in gewisser Weise. Jetzt weiß ich, dass ich rein theoretisch eine ganze Liste davon habe. Ja. Ich muss sie zumindest mal im Kampf gesehen haben. Das ist kein Erdbeermarmelade. Das ist keine Erdbeermarmelade. Nicht auf dem Boot verteilen. Na super. So. Ich möchte jetzt eigentlich gerne in diesem Pater noch ein bisschen Fortschritt haben. Nur ein bisschen. Es muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen mehr als das, was wir jetzt erlebt haben, hätte ich dann schon ganz gerne geschafft. Es muss irgendwo da oben weitergegangen sein und ich erinnere mich noch nicht dran. Nein, bleib weg! Ah! Diese blöde Spinne. Ja, blendender Geschwindigkeit. Sehr gut, Lace. Smash die andere Spinne gegen die Wand und wir sind alle glücklich und zufrieden. Okay. Ist das, glaube ich, jedenfalls nicht. Das ist einfach nur der Hinweis, mit dem runterklettern können. In meinem einsamen Raum. Ja, stört euch nicht dran, dass das hier so ein bisschen leckt. Ah, Moment, hier geht's noch runter. Ne? Da, nee, das ist die Küche, das hatte ich doch schon mal. Ich habe wieder die Kakerlake gefunden. Volle Kanne in den Rücken gesmashed. Ich meine, hier kommen wir nicht hoch, da kommen wir nicht hoch. Ich bin tatsächlich gerade richtig überfragt. Gib mir eine Sekunde. Bevor ich jetzt den Part noch weiter in die Länge ziehe, mache ich das lieber offscreen. So oft wie ich auch in die heiße Quelle rennen muss. Ich bin offiziell ein Idiot. Es ist... Ich weiß nicht mal, warum er jetzt drauf reagiert direkt, aber es ist total offensichtlich da. Ich sag dazu nichts mehr, außer dass ich ein Idiot bin. Kann gerne jeder so schreiben. Ja, du könntest wahrscheinlich darüber kommen, wenn du eine Seilschlange dabei hättest. Frag nicht, wo darüber ist. Es gibt nur ein darüber hier. Ah, okay, und damit sind wir dann hier angekommen. Sehr schön. Meine Herren. Ein Aquarius-Armband, wunderschön und angesprochen, beziehungsweise angerübs worden, wieder super. So, Aries weg, Aquarius drauf. Da wir kein Geld haben oder sonst was, kann ich rein theoretisch so. Ja, doch, ich kann es einfach wegwerfen. Haben wir ja Platz für Zeug. Also ja, jetzt brauchen wir unserem Freund die Seilschlange. Sieht so aus, als wäre das ein Job für mich. Du musst mich nur direkt mit an diesen Kronleuchter da oder Kerzenständer hängen. Keine Sorge, mach ruhig.
Keine Sorgen um mich, mach ruhig. Zack. Ist das nicht cool? Ich finde, das ist cool. Ein Teppichmonster. What? Bissangriff. Ja. Nochmal Offensive hoch. Echt jetzt? Habe ich damit jetzt auch den Teppich besiegt oder nur das Monster? Lace, der Sieger über Teppiche. Ich weiß, dass du eher stark bist, aber die Rüstung, die hier drin ist, ist auch nicht ein Pushover. Ich rede hier von unglaublich stark. Wenn du denkst, dass du schaffen kannst, dann bewege ich mich aus dem Weg. Normale Items, mystische Dingenskirchens. Nutze, was auch immer du kannst, um den da Platz zu machen. Muss ich gegen den kämpfen? Ich meine... Durable Shoes. Schuhe, die von dicken, harten Leder gemacht worden sind. Yay. What? Geisterschwert greift an. Macht einen Kombo-Angriff. Oh, oh, oh. Noch ein Bombo-Angriff, na gut. Yeah! Das ist nicht gut. Geisterrüstung und seine Konsorten. Donnerbombe! Das tötet nicht mal, echt jetzt? Naja gut, es tötet fast. Das ist in Ordnung. Das Viech charged, ich punche und wir sind alle glücklich und zufrieden. 109 Erfahrungspunkte. Aber ich habe davon nichts. Und wenn ich jetzt dieses Schwerter da nehmen könnte oder so, das wäre wenigstens etwas, aber... Moment. Um ehrlich zu sein, haben wir alle den Geisterretter gehasst. Er war ein echter Idiot. So sehr, dass wir dir gerne dafür danken wollen würden. Danke. Lass dieses Wort der Dankbarkeit dir meine Dankbarkeit ausdrücken. Ja. Okay. Das ist ein Mädchen vom Himmel gefallen. Ey! Mädchen! Woo! Oder so ähnlich. Anyway, das war's für heute. Auch wenn der Part jetzt... Ja, komm, der Part ist ein bisschen zäh gewesen. Machen wir minimal weiter, das war gerade zu zäh. Anhänger aufgehoben. Okay. Das ist nicht das Menü, was ich suche. Dies ist nicht das Menü, was du suchst. So viel Beef Jerky. Hey, das bin definitiv ich. Sind Whiskers nicht Schnurhaare? Ein Rocking Ghost. Okay. Der mich mal eben mit einem Speer attackiert. Ich meine, hallo? Natürlich, wenn er charge und seinen stärksten Angriff macht, dann ist er nochmal vor mir dran. Das ist wieder so typisch. Aber er hinterlässt Beef Jerky. Das lasse ich mir noch gefallen. In gewisser Weise zumindest. Ja, und der charge nur und hat mich definitiv mittlerweile schon umgebracht. Alter Falter. Ich weiß nie, wie gesagt, alleine irgendwo rumrennen. Das ist eher anstrengend. Tja. Könnt trotzdem schwören, Whiskers heißt eigentlich Schnurhaare. Ist das eine falsche Tür? Eine Pseudor! Na super. Das ist eine falsche Tür, ich glaub's ja wohl. Ich wollte nicht gegen den Fass-Typen kämpfen. Und schon renne ich in eine Pseudor. Schließt die Türen, um sich selbst zu beschützen. Na gut. Zu
zu stapeln. Ha! Und erledigt. Yay, wir haben eine Tür getötet. Wir haben eine Tür getötet. Ja, aber die Tür geht nicht auf. Das ist schon ein Problem. Du kannst übrigens den Weg nicht blockieren, wenn ich gerade mir eine Tür angucke. Nur mal so. Na, weil ich stehe halt vor der Tür. Das ist ein... Ah, leck mich doch. Das ist nicht nett. Ich meine, wir haben auf der Karte gesehen, okay, es ist keine Tür. Das verstehe ich ja, aber... So eine Sauerei, dass diese blöde Tür mich auf einmal dann wieder attackiert. Und wenn sie keinen Bock mehr hat, meint sie, sich verteidigen zu müssen. Aber wenigstens... Das da drin ist ein Bosskampf. Deswegen bin ich jetzt eben schnell nochmal raus. Eben zumindest ein bisschen heilen. Und dann können wir... versuchen, den Kampf zu machen. What? Ich bin Mr. Passion. Die Musik, die ich spiele, ist... Familienangelegenheit, zweite Bewegung. Hör genau zu. Okay. Hör zu und genieße es... bis dein Herz zufrieden ist. Fliegt da eine Maus? Ah, okay. Ich komme halt nicht zur Tür, aber abgesehen davon. Nein, danke. Das ist es. Das ist, was Leute, die Kunst nicht zu schätzen wissen, bekommen. Mr. Passion greift plötzlich an. Wow, 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 Kerzen. Kerzen ist nicht gut. Das ist allgemein nicht gut, wie viel Schaden der Typ raushauen kann hier. Mein Hallo? Er hat wieder eine Maus gegen mich geworfen. Lass die armen Mäuse doch mal in Ruhe! Und Kerzen. Lass die Mäuse und Kerzen in Ruhe. Angriffskraft der... Ja, super. Schickt alles außer den Abfluss der Küche. Ah, ernsthaft? Wie soll ich das überleben? Hallo? Ist verloren in der Musik. Das ist schön für ihn. Ich hab... Nein! Oh. Na toll. Danke dafür. Ja. Das kommt davon, wenn ich aus Versehen mein dämliches Aquarius-Ding benutzen will. So sieht dann aber übrigens ein Game Over aus. Jetzt ist die Frage... Ja, nein. Wir benutzen den Speicher. Wow. Okay, beim nächsten Mal gibt's meine Rache gegen Mr. Passion. Und ja, den habe ich tatsächlich furchtbar in Erinnerung. Ich weiß auch wieso, hat man gerade gesehen. Und dann haben wir zumindest aus meiner Erinnerung den schlimmsten Teil des Spiels hinter uns. So aus Überlebenssicht und alles. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch beim nächsten Mal erhalten. Und wünsche euch noch allen einen schönen Tag.